Ich habe die immer noch dabei. Diese Dinger da, diese Frösche, die gehen mir voll auf den Sack. Oh, da hinten ist ganz viel. Hast du schon? Okay, hast du schon. So, wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Ist die Frage. Nicht hier hin. Kurven. Kurven! Oh my god. Ah, da muss das Ding hin. So, und bumm. Superheld, jetzt schon. Ja, die Levels gehen jetzt auch nicht gerade lange, ne? Nee, voll kurz eigentlich, aber voll gut. Wäre auch ziemlich langwierig, wenn ein so ein Level irgendwie mehrere, so 20, 30 Minuten gehen würde pro Level oder so. Das wäre dann, obwohl, ich weiß gar nicht, wie lange ein Level geht. Vielleicht geht ein Level ja auch 20 Minuten und man merkt es einfach nur nicht. Ah, ich glaube, hier müssen wir, also du, so Raketen gegenfeuern, dieses rote da, ich bin mir nicht sicher. Nee, da muss man einfach nur gegenschießen, alles klar. Okay, jetzt müssen wir so vier von solchen Dingern hier finden, wie den da, die halt rot leuchten. Warum drückst du die ganze Zeit Y? Mach ich gar nicht. Doch, du drückst mal Y dann. Nein, mach ich nicht. Warte. Ich drück nicht Y. Ach so, ich dachte, weil du die ganze Zeit nur so am Blinken bist da. Ah. Autsch. Das war Nummer 3 und jetzt noch Nummer 4, die ist direkt neben diesem Ding, den ich nehme. Also da, genau. Damit ist das Ding auch offen. Und jetzt reinfahren. So, Endboss-Zeit. Mal wieder. Hm? Ja? Ja, jetzt kommt hier Dings da. Pinguins U-Boot. Ach Gottchen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Also mit dem Besiegen. Versuch mal so eine Granate. Ah nee, der besiegt ihn nicht. Dann mach ich so. Zack. War ja klar, war ja klar. Es geht nicht, ne? Mit deinen Bomben. Nee, nee, geht nicht. Dann müssen es doch diese Dinger hier sein. Genau. Hat das was gebracht? Irgendwas? Nö. Doch, das hat was gebracht. Warum auch immer, dass er jetzt was gebracht hat. Kann sein, dass du da jetzt so eine Bombe gegen schmeißen musst. Hier. Ist da. Warum mal nicht? Oh, was ist denn das hier? Was muss man denn hier? Oder ist das das schon? Muss man hier ein bisschen erkunden. Da gibt's nicht viel zu erkunden. Doch, da sollst du wieder so eine Kugel. Ah! Jetzt kann ich. Jetzt kommen auch die Pinguine raus. Jetzt kannst du nämlich die Pinguine da abschießen. Anvisieren, abschießen. Ah! Davon solltest du auch zugleich mal Gebrauch machen. Ja, mach doch. Ja, ich weiß. Und nochmal. So, jetzt ist nämlich schon wieder was abgeflogen. So. Ja. Super. Das Ding ist gleich kaputt.
hoffe es zumindest. Es sieht zumindest sehr danach aus. Nein! So, ein Ding noch. Und... Nein! Scheiß Steuerung. So. War's das? Nee, immer noch nicht. Noch ein. Ups. Das war ich jetzt mit dem Mikro. Ja. So, okay. Besser. Ja, jetzt hast du dich gut gekocht. Wieso ich? Oder? Also, wieso habe ich die kaputt gemacht? Ja. Ich bin so ein Held, ey. Komm schon. Warum funktioniert das nicht? Noch einer. Oder? Vielleicht müssen wir auch einfach nur drauf schießen. Ja, wir mussten einfach nur drauf schießen. Egal. Hätte ja auch mal jemand sagen können, aber nein. Wir lassen euch einfach machen, so wie ihr das wollt. Wir sagen euch nicht, dass ihr da drauf schießen müsst. Warum auch? Ah! Deiner hat gerade den Kopf verloren. Guck mal. Na, jetzt nicht mehr. Das ist ein Kinderspiel und der Typ wird geköpft. Tja. In Disney-Filmen sterben wir auch immer die Bösen. Stimmt. Meinst du, die zwei Level schaffen wir jetzt noch? Ja. Klar, ne? Upsala, Entschuldigung. Ich hab dich gerade verschoben. So. Super! Story bla, will keiner wissen. Steine gesammelt, zu viele wieder. Mal wieder zu viele. Minikit. 1, 2, 3, 4. Gut. So, Story fortsetzen. Story fortsetzen oder musst du noch was tun? Doch, kannst du fortsetzen. Okay. Inhalt wird gespeichert. Waylon Jones, auch bekannt als Killer Croc, wurde mit einer schrecklichen Krankheit geboren, die ihn langsam aber sicher in ein Reptil verwandelt. Er ist immun gegen Gifte und unglaublich stark, wie sein Hass auf die Menschheit. Wenn ich so aussehen würde, hätte ich auch Hass auf die Menschheit, ganz ehrlich. Was denn? Ist doch so, oder nicht? Ich bin Batman. Der ist mir echt ähnlich. Immer schön auf die Fresse fliegen. Und in Krokodile reinlaufen? Nee, du, das ist mir nicht passiert. Doch, der ist mir ähnlich. Sogar sehr. Okay, wie gesagt, das Wasser hier, da können wir noch drin schwimmen, aber mich interessiert jetzt gerade mal. Nee, das ist hier auch nicht, ne? Schade. Oh ja! Was machst du denn? Ich wollte gucken, ob das Guck im Wasser... Guck mal, hier ist ein Bötchen. Das kann man fernsteuern irgendwie. Ich weiß nur nicht mehr wie. Da kannst du mit deinem Technikanzug, kannst du das fernsteuern. Aber das können wir, glaube ich, noch nicht. Entweder ich bekomme jetzt meinen Sprenganzug oder du bekommst deinen Dingensanzug. Deinen... Hier, wie heißt da? Technikanzug. Und wieso fehlen hier noch Teile? Wo fehlen hier Teile? Hi. Na, hier. Du hast gar nicht richtig Hallo gesagt. Wieso denn Hallo? Es geht doch weiter. Ja, aber wir machen ja nochmal neu. Wir haben aber keine Pause zwischendrin gemacht. Und da die Gespräche jetzt, die kann ich eigentlich drin lassen. Ja, wir brauchten eine kurze Pause. Und egal. Wir hatten eine kurze Pause, haben wir hier so eingefädelt und das hattet ihr eigentlich nicht gemerkt. Und jetzt hast du uns verraten, dass wir Pause gemacht haben. Du bist doch mies. Ja, jetzt wisst ihr, dass man auch mal heimlich nach Cutscenes und so einfach mal Pausen macht. Hallo, ich hab auch mal Hunger.
Ja, okay. Ja, ich habe ihr wirklich was zu essen gemacht nach den letzten Aufnahmen. Ist das so schlimm? Was denn? Raffaelos. Siehste? Ey, immerhin was zu essen. Guck mal, ich habe den Anzug. Du? Gedingst. Dankeschön. Freigeschaltet oder so. Bup. Stup und da einmal drauf. Okay, kommt mal hier hin. Ich bin gerade mit meinen Fans beschäftigt. Bombe! Fans? Welche Fans? Und, ach so. Du plumpst erstmal ins Wasser. Ja, ich wollte schon immer. Du wolltest schon immer mal nass baden gehen, ne? Nicht immer so trocken. Was? Ach, gar nichts. Punkte! Warum auch immer da gerade Punkte-Multiplikator steht. Wir müssen den Krokodil übrigens ausweichen, wenn wir im Wasser sind. Hast du schon gesehen, vielleicht? Warum zur Hölle steht da jetzt Punkte-Multiplikator? Das heißt, hier sind diese, wie heißen die kleinen Steinchen? Die werden verdoppelt. Also so war es immer bei Lego Star Wars. Dann so ist es da auch, aber das ist normalerweise so eine Sache, die du auswählen kannst nachher, wenn du die freigeschaltet hast. Ja, aber es gibt auch extra Orte dafür. Echt jetzt? Ja, so war es beim Star Wars Ding. Ja, okay, dann ist es hier nämlich auch so. Okay, das wusste ich nur nicht mehr. Hey, nein. Wie gesagt, das letzte Mal, dass ich das gespielt habe, war... Ich meine... Die kämpfen hier nur mit Fäusten, nicht mit Lichtschwertern, ne? Bei Lego Star Wars kämpfen die auch mit Fäusten, nur die Fäuste leuchten und sind ein bisschen länger und dünn und... Ich hab jetzt irgendwie Bock, das zu spielen, so ein Spaß. Dann lass mal das doch einfach mal, dann tue ich mir das einfach mal runterladen, irgendwo, oder kaufen, am besten kaufen. Da ist Wasser, oh, da ist Wasser und ich werd hier gerade... Hallo! Ja, ich hab so das dumpfe Gefühl, dass ich jetzt meinen Tauchanzug bekomme. Ja, ich habe so das doofe Gefühl, dass ich schon angeschossen werde. Ach, das werde ich auch die ganze Zeit. Damit musst du rechnen. Das ist ganz normal bei diesem Spiel. Machen wir die mal hier weg. Oh, super. Tot. Geh weg. Du stirbst die ganze Zeit, kann das sein? Nein. Das ist eine Lüge. Stup. Jetzt gehe ich mal hier hoch. Da oben ist nämlich noch so ein Teil, aber da kommt man nicht dran, ne? Habe ich recht? Taucht man nochmal, oder war das wirklich so, dass ich hier so einen Anzug hatte zum Tauchen? Alter! Ich komme hier nicht raus, ne? Man kommt hier nur über die Leiter raus, das ist doch dumm. Okay, da komme ich so nicht rüber. Ach Mann. Da muss ich tauchen. Das heißt, ich bekomme hier wirklich den Tauchanzug. Da oben! Du bekommst den Tauchanzug, nicht ich. Yeah! Lang lebe Robin! Endlich hast du auch mal einen guten Anzug. Was haben die denn da gemacht? Umgeknutscht, hast doch gesehen. Hallo, die ist jetzt voll am Heulen. Siehst du das nicht? Du hast hier einen Macker putt gemacht. Wie komme ich denn hier hoch? Ich hoffe nicht. Hier. Ach so. Ach, wie originell. Ja, ne? Ja. Unglaublich. Ja, danke schön. Der Tauchanzug ermöglicht es, Robin in großen Tiefen zu tauchen. Nee. Um aufzutauchen, halte A. Kennst du das bei Spielen, wo dann steht zum Beispiel, um zu springen, drücken Sie bitte die Springtaste oder sowas. Ja, Mann. Boah, das hasse ich. Um sich zu ducken, drücken Sie bitte die Duckentaste auf Ihrem Gamepad. Ja. Dankeschön, Spiel. Captain Obvious. Das hatte ich mal, ich glaube, das war bei Harry Potter oder so. Und da hieß es... Zum Springen, drücke die Springentaste. Drück die Springtaste, ey. Da habe ich voll den Ausraster gekriegt. Was für eine scheiß fucking Springtaste. Ey, das finde ich nicht witzig. Ich finde das sehr witzig, wie du dich darüber aufregst. Du musst das aufbauen da hinten, dass ich darüber komme. Ja, aber ich will die erstmal hier kaputt machen. Dann mach das doch. Die fucking mich. Ja, geht ja irgendwie. Du kommst nicht. Da aber. Ich glaube, du kommst da so nicht. Ha! Haha! Haha! Ha. Alles klar, Lautstärke passt. Das finde ich gut. Ich mach die Sput. Und ich spring hier einfach nur dumm rum. Ich bin Bingo! Robin! Oh, sorry. Bisschen leiser müssen wir sprechen. Sorry. Also, der springt echt wie so ein Pinguin aus dem Wasser. Kannst du mal aufhören? Du irritierst mich gerade bei meiner Arbeit. Okay. Ich lasse es. So, jetzt musst du da drauf springen. Und nochmal drauf springen. Die ganze Zeit, glaube ich, drauf springen, oder? Ja, geh doch nicht weg, Mann. Je länger du die Springentaste gedrückt hättest, desto höher springt der. Ich glaube, das war es doch schon. Scheint es zumindest gewesen zu sein. Oder? Ja, hier unten ist nur noch so tief Wasser, dass ich hier durchkomme.
cool. Und ich muss aber hier eine Bombe legen. Kann ich das so im Wasser? Nein. Das heißt, es muss noch tiefer. Du musst doch nochmal drauf. Sag das doch. Oder muss ich da drauf? Nee, vielleicht müssen wir da zu zweit drauf? Nee. Hä? Ich nur. Haha. Ich bin hier Fettmonster. Okay, das war's schon. Ja, jetzt ist es vorbei. Nee, noch nicht, oder? Doch. Doch, jetzt ist es vorbei. Jetzt kannst du Boom machen. Boom. Es macht Boom, wenn ich dich sehe. Es macht Boom, wenn ich die Granate werfe. Unter der Straße.